In knapp 6 Wochen ist Weihnachten. Neben Geschenken schaut sich der eine oder andere auch schon nach dem perfekten Baum um. Denn auch wenn es längst schon wiederverwendbare Plastiktannen gibt, Deutschlands Käufer wollen das Original. Wir erleben eine anhaltende Nachfrage nach regionalen Bäumen, sagte Geschäftsführer des Bundesverbands der Weihnachtsbaumerzeuger, Martin Romecz. Der Importanteil der Weihnachtsbäume liegt geschätzt nur noch bei 10%, Hauptherkunftsland ist Dänemark. Außerdem ist ein weiterer Trend erkennbar, gut 30% der Bäume werden inzwischen direkt bei den landwirtschaftlichen Betrieben gekauft, sagt Romecz. Die Kunden wollen Bäume, die aus ihrer Region stammen. Vergleichbar viele Tannen und Fichten kommen über den Straßenhandel zum Kunden. Der Rest wird in Garten, Bau und Supermärkten verkauft. Eine Nische besetzt inzwischen aber auch der Onlinehandel. Dieser bietet, wie manche Gärtnerei, einen Vorteil an: der Wunschbaum wird direkt nach Hause geliefert. Gerade in Zeiten, in denen nicht jeder ein Auto besitzt, kann das praktisch sein. Anzeige nur noch bis zum 17. November, Nachrichtenleser erhalten 10% auf alle Bäume. Wer einen Weihnachtsbaum sucht, kann ihn auch im Internet finden. Ein Anbieter für Nordmann-Tannen ist Tim Tanne. Nachrichtenleser können für kurze Zeit 10% sparen. Der Nachrichtencode lautet Örlüti10. Er ist auf alle Bäume einmalig pro Kunde gültig, aber nur bis zum 17. November. Hier gelangt ihr zu Tim Tanne, bestellt euren Weihnachtsbaum zum Wunschtermin. Der Händler schlägt die Weihnachtsbäume frisch zum ausgewählten Liefertermin. Ihr könnt schon jetzt bestellen und der Baum selbst kommt dann, wann ihr wollt, auch kurz vor Weihnachten. Die Bäume sind regional und nachhaltig angebaut. Passend dazu gibt es bei Tim Tanne auch Lichterketten und Baumständer zu kaufen.